In den Nachwehen der Novemberrevolution im Januar 1919 wurden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg von Freikorpssoldaten ermordet. Alljährlich findet hier in der Gedenkstätte der Sozialisten in Friedrichsfelde ein stilles Gedenken statt, auch in Erinnerung an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, an ihre Ermordung. Und anders als zu DDR-Zeiten, wo die Menschen hier am Politbüro vorbeidefiliert sind, kommen heute ganz, ganz viele Berlinerinnen und Berliner, aber auch Leute aus anderen Teilen unseres Landes her, legen ihre Rosen, ihre Nelken ab, gedenken, halten inne, mit ganz, ganz unterschiedlichen Vorstellungen und auch mit ganz, ganz unterschiedlichen Überlegungen, die sie mit diesem Gedenken verbinden. Wir jedenfalls als Berliner Linke sind hier und vielleicht bist du, seid ihr auch dabei, gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise, der Kapitalakkumulation auf der Spitze, ist es vielleicht nicht unwichtig, deutlich zu machen, dass der Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte ist. Und Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht als Vordenkerinnen und Vordenker eines demokratischen Sozialismus, ja, kommt her!